Die Diagnose von Kopfschmerzen hängt sehr von den Ursachen ab. Wenn es sich um sekundäre Kopfschmerzen handelt, ist die Ursache eigentlich die Abklärung relativ einfach gemacht. Das heißt, die Geschichte nennt uns eigentlich die Diagnose, zum Beispiel im Fall eines Schädelhirntraumas. Schwieriger ist es bei der Migräne. Hier braucht es ein Interview, ein Gespräch mit einem erfahrenen Arzt, zum Beispiel einem Neurologen oder Kopfschmerzspezialisten, dann eine neurologische Untersuchung, die in der Regel normal ist. Nach einem Gespräch mit dem Arzt, nach der neurologischen Untersuchung, ist allenfalls eine Bildgebung gewünscht für die Abklärung von Migräne und Kopfschmerzen. In der Regel ist das heute eine Magnetresonanz-Tomographie, ein sogenanntes MRI. Das Migränegehirn hat gerne Ordnung und Regelmäßigkeit. Regelmäßige Bettzeiten, regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßig aeroben Sport, das heißt Ausdauersport, Bewegung, Aktivität. Wissenschaftlich belegte Auslöser sind Alkohol bereits in kleinen Mengen, Hormone, vor allem auch der Entzug und gefäßerweiternde Substanzen, so zum Beispiel Nitroglycerin oder Sildenafil und ähnliche Wirkstoffe. Häufig genannt ist auch Stress oder gewisse Nahrungsmittel. Diese lohnt es sich zu meiden, wenn man etwas erkennt, aber eine lange Suche lohnt sich meistens nicht. Die Behandlung der Kopfschmerzen richtet sich in erster Linie nach den sogenannten Ursachen. Also im Fall von einer Hirnhautentzündung muss diese selbstverständlich behandelt werden. Schwieriger gestaltet sich die Behandlung von den primären Kopfschmerzen. Bei der Migräne handelt es sich um ein Attackenleiden. Es gibt also eine Behandlung für die Attacke. Hier stehen in der Regel Schmerzmittel im Vordergrund. Auf der anderen Seite, wenn die Migräne oder auch der Spannungstyp häufig vorkommt, ist sicherlich eine Prophylaxe angezeigt. Hier handelt es sich einerseits um Medikamente, andererseits um verschiedene Komplementärverfahren, wie zum Beispiel Entspannungstechniken, Akupunktur etc. Ein sehr weites Feld. Auf der anderen Seite stehen sehr viele Medikamente zur Verfügung. Einerseits naturnahe Substanzen wie Vitamin B2 oder Magnesium oder Coenzym Q10. Auf der anderen Seite Beta-Blocker, antiepileptische Medikamente, antidepressive Medikamente und so weiter. Auch hier braucht es einen Arzt oder vielleicht auch einen Spezialisten, der sich mit der Vielfalt dieser Substanzen besser auskennt. Viele Informationen zum Thema Kopfschmerzen finden sich auch auf der Homepage der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft www.headache.ch.